Akademisches Viertel. Swish. MLP Academics. L-A-U. Und RNZ. Auf geht's! Herzlich willkommen zum Akademischen Viertel. Der Academics Podcast der RNZ. Academics Podcast der RNZ. Swish. Da sind wir wieder. Folge 16 des Akademischen Viertels. Mit mir, Jürgen Berger. Und natürlich auch mit ihm, meinem geschätzten Kollegen Nico Beck. Hi. Hallo zusammen. Hi, Jürgen. Da sind wir wieder. Ja. Bisschen was zum Fahrplan. Wir müssen uns natürlich mit der 69-93 Niederlage der Academics beim Spitzenreiter in Chemnitz auseinandersetzen. Da hat Josh Gray, der neue Point Guard, sein Debüt gefeiert. Er hat leider nicht dazu beitragen können, dass die Academics für eine Überraschung sorgen konnten. Und er hat sich leider auch außerhalb des Platzes ein bisschen verdribbelt auf Instagram, da werden wir auch noch drauf eingehen. Da werde ich vor allem nachher mal dich ein bisschen hier ins Gebet nehmen müssen. Du hast ja letzte Woche mit ihm gesprochen und von all dem, was ihr zwei da besprochen habt, das klang so super. Ich dachte, Jürgen, da hast du mir wirklich gute Nachrichten mitgebracht, aber puff, in Luft aufgelöst hat sich erstmal zumindest. Da müssen wir drüber sprechen. Da müssen wir drüber reden, auf jeden Fall. Wenn wir beim Reden sind, im Halftime-Interview haben wir den Academics Boss, Matthias Lautenschläger, mit dem hast du dich unterhalten über die Situation. Und zum Schluss werden wir dann noch auf die nächste Partie vorausblicken. Am Freitag geht es nach Ulm zum amtierenden Meister und aktuellen Tabellenzweiten. Also leichter wird es nicht. Nee, leichter wird es nicht. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch mit Chemnitz. Du hast dir die Partie anschauen müssen, möchte ich fast sagen. Reingeschaut habe ich tatsächlich auch. Aber wenn wir eine Überschrift drüber machen müssten, dann wäre das ja leider mal wieder chancenlos. Ne? Tip-off. Ja, in der Tat. Also Chemnitz ist wahrscheinlich momentan die beste Mannschaft der Liga. Die ist so was von ausgeglichen, strotzt vor Selbstvertrauen, spielerisch stark, körperlich stark. Also wenn man jetzt das erste Viertel ein bisschen rausnimmt, wo die Academics zeitweise dagegenhalten konnten, also was eine eindeutige Sache, wo du auch schnell abhaken musst, sagen, das ist nicht unsere Liga. Es war wirklich ein Klassenunterschied, vor allem gegen Ende der Partie zu sehen, wo die Heidelberger dann leider auch wieder von der Körpersprache, wie soll man sagen, man hat nicht so gemerkt, auch wenn du schlechter bist, dass du jetzt nicht nochmal unbedingt irgendwie so ein bisschen ein kleines Statement auch irgendwie setzen willst. Sie haben relativ schnell akzeptiert, dass es diesmal halt nichts wird mit der Sensation. So. Ja, das haben sie halt aber auch von ihrem ganzen Gehabe leider nach außen halt auch getragen und am Ende saßen sie eigentlich alle nur noch ratlos auf der Bank und haben zugeschaut, dass Chemnitz so ein bisschen, wenn wir jetzt zum Eiskunstlaufen mal wechseln würden, die Kühe gemacht hat. Ja, also wir hatten ja letzte Woche intensiv über Chemnitz gesprochen, dass es ein bockstarkes Team ist, gar keine Frage, ja, also wir hatten so ein bisschen vielleicht die Hoffnung, wenn wir es mit den Heidelbergern halten, dass sie an dieser Pokalniederlage, die sie da gegen Ulm erlitten hatten zuvor, dass sie da vielleicht ein bisschen dran zu knabbern haben und ja, nix war es. Die haben also im Europe Cup genauso souverän gewonnen wie dann auch gegen die Academics. Aber was mich halt so wahnsinnig stört, Jürgen, das ist eine Mannschaft, gegen die haben die Academics um die Playoffs gespielt, vor noch nicht allzu langer Zeit, am letzten Spieltag, wir haben es ja thematisiert. Und dann ist halt die Tatsache, dass wir beide und alle anderen auch feststellen müssen, das ist jetzt ein Klassenunterschied, das ist ganz schön ernüchternd. Timeout. Diese Folge präsentiert das Team von Mahler Egg. Seit 1905 spielt Mahler Egg in der ersten Liga für die Verschönerung und Sanierung ihrer Immobilie. Innen und außen. Mahler Egg. Ihr Haus. Ein Partner. Mehr Informationen auf maler-egg.de. Ja, das ist wirklich bitter, aber man sieht momentan auch keine kleinen Schritte nach vorne in solchen Spielen. Es ist einfach, da passiert ein kleiner Fehler und schon bricht das ganze Konstrukt zusammen. Und es fehlt halt einfach diese Stabilität. Das wird einer der Hauptansatzpunkte sein. Und Josh Gray alleine wird das nicht richten können, das haben wir schon öfters gesagt. Aber er ist jetzt halt auch in den nächsten Spielen, musst du ihn halt irgendwie heranführen, dass er spätestens, sage ich mal, wenn es am 27. Dezember zu Hause dieses ganz wichtige Heimspiel gegen Göttingen gibt, dass er da schon ein bisschen mehr das Zepter quasi in die Hand nehmen kann. Ja, es fällt wirklich schwer, aktuell so einen sportlichen Hoffnungsschimmer zu finden. Aber ich fand
der Beginn mit Josh Gray auf dem Feld war schon ein kleiner, weil man, wie ich finde, gesehen hat, dass der Kerl Basketball spielen kann. Also das, was er gemacht hat, hatte Hand und Fuß. Er hat es nur halt leider nur relativ kurz machen können. Und jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, da wollte ich mit dir nochmal sprechen, dass ihr zwei da für unsere Hörer ja in die Mikrofone diktiert habt oder gesprochen habt letzte Woche. Er hat gesagt, er ist topfit und bei 100% ja schon am Samstag, gar kein Problem. Ja, und dann hat er halt, wie viel waren es am Ende, 18 Minuten insgesamt in der ersten Halbzeit schon von Krämpfen geplagt, einfach ganz früh Probleme bekommen und dann auch wirklich gar nicht mehr spielen können. Also da ist er noch mit Sicherheit weit von seiner Bestform entfernt. Und den Unterschied gemacht hat er halt auch noch nicht. 0 von 6 aus dem Feld, 2 Punkte, 4 Assists. Aber zumindest Ansätze waren zu erkennen. Deswegen ist da die Hoffnung da, dass das in den kommenden Wochen ein bisschen besser wird. Aber das reicht halt in der aktuellen Situation der Academics bei weitem nicht. Die hätten von diesem Spieler wirklich so einen richtigen Push gebraucht. Dass da jetzt einer kommt, wo man sieht, der zieht die anderen mit, der hieft uns einfach selbst nochmal auf ein anderes Level. Und das kann er halt noch, ich betone noch, nicht. Er hat ja 8 Monate kein Spiel, keinen Wettkampf gehabt. Also das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Aber du hast ja letzte Woche dich investigativ quasi nochmal betätigt. müssen, dass wir das auch mal ansprechen. Josh Gray hat auf Instagram ein Video auf seinem Account geteilt, was leider nicht schön war, was andere Sportler auch schon gemacht haben. Stichwort Palästina. Ja. Erzähl uns mal ein bisschen. Ja, also prinzipiell immer ein bisschen schwierig, finde ich, wenn du halt ausgerechnet nach Deutschland kommst, nach einer Woche und willst hier deinem Job nachgehen und dann teilst du halt ein anti-israelisches Video. So. Was ich aber betonen möchte, weil natürlich dieses Thema auch in den sozialen Netzwerken hohe Wellen geschlagen hat, in diesem Video war jetzt nichts Verfängliches. Ja, also das war jetzt nicht so, dass er da eine Hasspredigt geteilt hat, ne, oder zu irgendwelchen schlimmen Dingen aufgerufen wurde und er hat das geteilt. Das Video an sich war gar nicht mal das Problem, sondern wo dieses Video herkam, war halt ein bisschen schwierig. Nämlich von einer Organisation, die nachweislich radikal das Existenzrecht Israels nicht anerkennt und ja bekämpfen möchte. Und nochmal ein bisschen Fahrt aufgenommen hat die Thematik dann natürlich dadurch, dass er vor der Partie in Chemnitz, als er gefragt wurde, wer denn so sein Vorbild sei, wem denn vielleicht auch sein Basketballspiel ähnle, ob er dann da mal einen berühmten Basketballer nennen könne, da hat er, glaube ich, alle Zuschauer sehr überrascht, indem er gesagt hat, Chris Jackson, später bekannt als Mahmoud Abdul-Rauf, das ist ein Basketballer, der ist vielleicht so zwei Cracks wie uns beiden noch bekannt aus seinen Zeiten in der NBA Anfang der 90er. Aber da erwartet es halt Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant, sowas, gerade von einem 30-Jährigen. Und wenn du halt dann ein bisschen dich mit Mahmoud Abdul-Rauf beschäftigst, dann stößt du da halt ganz schnell auf diverse Kontroversen. Er hat schon lange vor dem Footballer Colin Kaepernick, den wir jetzt auch alle mittlerweile kennen, der nicht bereit war, für die Flagge aufzustehen, hat er das also auch schon nicht getan in den 90ern, wurde auch mal gesperrt von der NBA, weil er in der amerikanischen Flagge ein Symbol der Unterdrückung sieht. Und da gab es dann relativ schnell eine Lösung, dass er also dann beten durfte während der Nationalhymne. Und er hat dann halt nach den Anschlägen vom 11. September relativ schnell auch kundgetan, dass er also der Meinung sei, dass da mit Sicherheit Israel drin verwickelt sei. Und dann musst du natürlich so ein geteiltes Video von so einer radikalen Organisation 2 Tage vorher oder 1 Tag vorher nochmal in einem anderen Licht betrachten. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat jetzt nichts wirklich auf den ersten Blick getan. Ich meine, er kann natürlich auch sagen, Mahmoud Abdul-Rauf, den habe ich zwar nie spielen sehen, weil ich bin viel zu jung, live, aber der war immerhin am gleichen College wie ich und dann ist es halt ein Vorbild, okay. Aber wenn man halt diesen Hintergrund kennt und dieses Video dazu kommt, dann entsteht da so ein Bild, was zumindest ein Geschmäckle hat. Und dafür haben jetzt die Academics sich nicht entschuldigt, aber sie haben zumindest klargemacht, dass sie ihm nochmal verdeutlicht haben, dass es nicht den Werten des Clubs entspricht und dass sie auch von ihm künftig erwarten, dass er sich zu solchen Themen einfach nicht mehr äußert. Punkt. Wir hören auch Matthias Lautenschläger gleich nochmal dazu. Damit ist dann auch okay, aber natürlich sollte sowas jetzt auch nicht nochmal vorkommen. Weil ja, das lenkt ja auch ein bisschen da doch
ab vom Wesentlichen. Absolut. Und das kann sich der Academics in der aktuellen Situation als Tabellenvorletzter nicht erlauben. Sie brauchen ihn für Schlagzeilen, dass sie endlich mal wieder ein Spiel gewinnen, dass sie aus dem Tabellenkeller klettern, dass sie die Abstiegszone verlassen. Ja, und jetzt hören wir mal, was der Matthias zu sagen hat. Gerne. Halftime. Ja, ich freue mich sehr, dass sich Matthias Lautenschläger, der geschäftsführende Gesellschafter der MLP Academics, die Zeit genommen hat, um mit uns in unserem Podcast über die aktuelle Situation zu sprechen. Das erste Mal, als wir das getan haben in der Auftaktfolge, ist schon ein bisschen her, kann ich eben nur empfehlen, da reinzuhören. Seither hat sich dann doch die ein oder andere Baustelle aufgetan und über die wollen wir heute sprechen. Deswegen vielen Dank, Matthias, dass du erneut dir die Zeit genommen hast für uns. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Freue mich sehr. Fangen wir gleich mal an. Ist denn das nächste Heimspiel gegen Göttingen die wichtigste Partie in 2,5 Jahren Bundesliga? Ich denke, nach einem doch recht bescheidenen Saisonstart, also wenn man noch von Start sprechen kann, ist jede Partie von enormer Bedeutung. Natürlich sind die Vorzeichen da andere als jetzt bei einem Auswärtsspiel in Ulm. Dennoch warne ich davor, alles an dem einen Spiel festzumachen. Da wird sehr viel Druck auf der Mannschaft lasten. Die Halle wird sehr gut gefüllt sein, sehr wahrscheinlich ausverkauft sein. Mal sehen, wie die Mannschaft mit dem Druck klarkommt. Die Saison wird aber an dem Spieltag noch nicht entschieden. Du hast den Druck aber jetzt auch nicht unbedingt verringert, indem du gesagt hast, naja, die Partien in Chemnitz, da gab es ja jetzt eine derbe Niederlage und jetzt auch die bevorstehende, am Freitag geht es zum deutschen Meister nach Ulm. Da kann man eigentlich realistischerweise nicht von einem Sieg ausgehen. Macht natürlich dann den Druck für Göttingen auch wieder ein bisschen mehr, ne? Ja klar, also ich glaube, das ist schon auch den Spielern bewusst, auch wenn von mancher Stelle anderes zu vernehmen war, dass man sich durchaus auch Chancen ausrechnet, was ja auch gut ist. Also man sollte jetzt nicht nach Ulm fahren und denken, da gibt es nichts zu holen. Dennoch ist klar, dass beim Tabellenersten und beim Tabellenzweiten einfach die Chancen da ein bisschen geringer stehen und wir uns darauf fokussieren müssen oder uns nicht aus der Bahn werfen lassen müssen, wenn es dort auch deutliche Niederlagen gibt. Und das ist im Moment so ein bisschen unser Problem. Jetzt auch in Chemnitz, wir haben relativ gut mitgehalten am Anfang, eigentlich auch gut gespielt, gut als Team funktioniert. Und dann gibt es zwei, drei Entscheidungen oder Fehler in unserem Spiel, die uns komplett einbrechen lassen. Und daraus resultiert dann ein 10:33 Lauf. So was passiert dir eben, wenn du verunsichert bist. Das passiert dir nicht, wenn du oben auf bist, wenn es gerade eh alles in deine Richtung läuft. Und wir müssen jetzt einfach wirklich über harte Arbeit, über Teamarbeit zum Erfolg irgendwie zurückfinden. Am besten wäre natürlich schon jetzt gegen Ulm, aber spätestens dann beim Heimspiel gegen Göttingen. Stichwort Verunsicherung. Darüber reden wir ja jetzt schon eigentlich seit Saisonbeginn. Was glaubst du denn, was man da noch für Stellschrauben hat, außer irgendwie ein Erfolgserlebnis zu erzwingen? Da sind ja die Möglichkeiten von außen vermutlich auch begrenzt. Gut, wir haben gesehen, dass Erfolgserlebnisse allein es nicht richten. Nach unserem Auswärtssieg in Tübingen oder in Crailsheim folgten jetzt nicht durchweg gute Leistungen. Das heißt, das reine Erfolgserlebnis ist es nicht. Ich glaube, Jonas' Hauptaufgabe als Trainer wird es jetzt sein, das Team zu stabilisieren, zu unterstützen und das Selbstvertrauen einzuhauchen. Und das ist eine schwere Aufgabe, aber das ist im Moment, glaube ich, die Kernaufgabe. Weil die individuelle Qualität ist nach wie vor da. Wir haben eine gute Mannschaft mit guten Spielern, guten Charakteren. Die wollen alle. Allesamt wollen sie gewinnen. Sie hassen es zu verlieren. Und jetzt müssen wir irgendwie schaffen, dass alle an einem Strang ziehen und sich nicht von den ersten Missgeschicken aus der Bahn werfen lassen. Das kennen wir alle, die Mechanismen im Profisport. Natürlich gibt es auch bei der mittlerweile ja durchaus vorhandenen und gewachsenen Fanszene, die Academics haben, auch die ein oder andere kritische Stimme, die dann schon anfangen, den Trainer zu hinterfragen. Ihr seid da aber nach wie vor zuversichtlich, dass ihr in dieser Konstellation und auch ohne größere Änderungen am Kader, ihr habt ja schon welche vorgenommen, den Bock umstoßen könnt. Ich denke, wenn es nicht läuft, muss man alles hinterfragen. Da muss man sich selbst, seine eigenen Entscheidungen hinterfragen. Da hinterfragt sich auch ein Alex Vogel als Sportdirektor, der Jonas als Trainer, die Spieler. Das geht durch die Bank. Wir haben keinen Zweifel daran, dass Jonas der richtige Trainer ist und auch die Kurve mit der Mannschaft bekommen kann. Deswegen, ich verstehe es. Fans suchen immer nach Antworten und häufig natürlich ist die leichte Antwort die nächstliegende und leider Gottes im Sport ist das die Trainerpersonalie. Ich glaube nicht, dass uns damit geholfen ist, wenn wir dieses Fass aufmachen.
Du bist jetzt schon extrem lange dabei. Du hast also dieses Wachstum hier auch mitverfolgt und auch entscheidend mit vorangetrieben. Nervosität. Spürst du da eine gewisse, weil man ja vor ein paar Monaten noch über ganz andere Dinge gesprochen hat. Auch wir hatten uns in der ersten Folge über vielleicht einen Playoff-Einzug unterhalten. Gibt es schon diese Momente, wo man denkt, hey, was passiert denn eigentlich, wenn es jetzt schief gehen sollte in dieser Saison? Wir sind jetzt seit 2 Jahren geprobt in oder erprobt im Abstiegskampf. Wir kennen das Gefühl, eher unten zu stehen als oben. Ich glaube, diese Playoff-Ambitionen oder dass man uns als Playoff-Team gesehen hat, wurde eher von außen hereingetragen. Wir haben stets betont, dass wir überm Strich bleiben wollen. Und wenn wir genügend Siege haben, um sicher den Klassenerhalt zu haben, kann man über alles Weitere reden. Jetzt ist es leider nicht so gekommen, wie wir es uns vielleicht auch selber erhofft haben, mit ein paar mehr Siegen. Ich glaube, es war so ein bisschen zu vergleichen mit dem berühmten Butterfly-Effekt. Ich glaube, wenn wir das Spiel in Rostock, wo wir mit 15 Punkten führen, eigentlich wirklich eine super Leistung abliefern, wenn wir das nach Hause bringen, kann wirklich die Saison ganz anders laufen. Aber es hilft alles nichts. Wir müssen jetzt nach vorne blicken und schauen, dass wir genügend Siege reinbekommen. Um deine Frage zu beantworten, nervös nicht, aber wir sind durchaus wachsam. Du sagst, die Erwartungen wurden eher von außen reingetragen. Ihr hattet da vielleicht einen etwas realistischeren Blick drauf. Das würde ja bedeuten, dass gerade dieser krasse Schlussspurt, den ihr hingelegt habt letztes Jahr, ich meine, es war nur ein Sieg, der gefehlt hat, dann wärt ihr in den Playoffs gewesen am letzten Spieltag, dass da vielleicht der ein oder andere Spieler ja auch ein bisschen über dem Limit gespielt hat oder überperformt hat. Aber ihr habt ja immer betont, ihr wollt Kontinuität und wollt gerade große Teile dieser Mannschaft auch weiter im Club haben. Würde aber ja dann bedeuten, dass ihr euch da vielleicht ein bisschen verrechnet habt. Also zum einen ist dazu auch zu sagen, letztes Jahr gab es eine seltene Konstellation aufgrund der vielen Siege der Top-Mannschaften. Bonn, die ja kaum ein Spiel verloren hatten, hat es gereicht mit weniger als 50% Siegquote, was eigentlich nie passiert bei einer 18er Liga. Und du musst unter die besten 8 kommen, dass du mit weniger als 50% Siege reinkommst. Wir wären reingekommen mit einer Bilanz von 16 zu 18, was all die Jahre vorher nicht möglich gewesen wäre. Das war einfach auch zu der Anzahl der Siege. Wir haben uns auch dann vor allen Dingen bei den Heimspielen in regelrechten Rausch reingespielt. Man hatte irgendwann das Gefühl, man kann eigentlich fast nicht mehr verlieren. Hatten dann auch profitiert von der Müdigkeit der Bayern, als wir in München gewonnen hatten, ohne die Leistung schmälern zu wollen. Das war eine herausragende Leistung von uns, aber das muss man alles auch einordnen. Wir haben dann mit vollem Selbstvertrauen Spielern wie Elias Lassisi, Tim Coleman und anderen neue Verträge gegeben und glauben auch nicht, dass das Fehlentscheidungen waren, ganz und gar nicht. Wir sind fest davon überzeugt, dass sie auch noch kommen werden. Und wie gesagt, es geht jetzt darum, die Summe der Einzelteile zusammenzufügen und eben zu einem Team zu formen. Kaderzusammenstellung ist natürlich auch immer ein Thema, wenn der Saisonstart nicht funktioniert. Jetzt haben wir gerade über die vielen, die ihr übernommen habt, gesprochen. Ihr müsst aber auch bei Neuzugängen immer ein bisschen alternativer denken, als das vielleicht andere tun. Das betont ihr auch immer wieder. Das ein oder andere Risiko nehmen. Jetzt ist natürlich Paul Zipser eine große Personalie gewesen. Über die wurde viel gesprochen. Die Rückkehr des verlorenen Sohnes und er nimmt ja auch einen Großteil des Budgets ein. Wir müssen jetzt keine genauen Zahlen verraten wollen. Aber was sagst du denn Fans, die sagen, da ist man vielleicht Stand jetzt ein bisschen zu viel Risiko gegangen? Also ich will das vielleicht auch mal ausräumen, das Gerücht, dass er einen großen Teil des Budgets einnimmt. Das ist nicht so. Also da gibt es, glaube ich, ein bisschen eine falsche Wahrnehmung im Umfeld. Natürlich spielt Paul jetzt nicht auf dem Level, wie wir es uns alle erhofft hatten, auch er selber nicht. Wirklich hindern tut ihn aktuell eine Knieverletzung, wo auch nach wie vor die Überlegung ist, ob man eventuell operativ eingreifen sollte. Okay. Momentan sieht es nicht danach aus, aber wir schauen da im Moment von Woche zu Woche und das schränkt ihn ein, sowohl im Training als auch in den Spielen. Und ich glaube, wenn wir ihn dahingehend wieder fit bekommen, werden wir auch viel von ihm bekommen. Josh Gray, da hatte man natürlich auch eine große Hoffnung, weil auf den hat man ja auch lange gewartet, der neue Spielmacher, der Ersatz für Mike McGurl. Wie sehr nervt es denn dich, wenn dann das erste Spiel daneben geht und dann eben auch noch so ein bisschen Störgeräusche nebenbei von euch abmoderiert werden müssen? Ja, das gehört, glaube ich, dazu in der heutigen Zeit, wo Social Media eine sehr zentrale Rolle im Leben vieler Menschen einnimmt.
wird sowas immer passieren können. Wir haben das mit ihm besprochen, geklärt. Er ist sich der Situation auch bewusst. Darauf braucht man, glaube ich, gar nicht mehr eingehen. Ich glaube, die ersten 5 Minuten vom Spiel in Chemnitz haben gezeigt, was er kann. Er hat sich überragend eingefügt. Ich glaube, die ersten 9 Punkte hat er 2 Punkte beigesteuert und 3 Assists verteilt. Also die ersten 9 Punkte gehen quasi alle mit ihm einher. Er hat da die Züge schon gezogen in der Offense und er ist ein wirklich toller Charakter, bringt sich richtig gut ein, ist auch direkt sehr kommunikativ unterwegs, holt die Jungs an seine Seite. Er hat im Podcast mit der RNZ gesagt, dass er keine Nervosität verspürt vor dem Spiel in Chemnitz. Ich glaube, das Gegenteil war der Fall. Ja, das musste er ja sagen, wahrscheinlich. Natürlich. Und die Atmosphäre in Chemnitz ist natürlich eine besondere. Der Ami würde sagen hostile. Also wirklich so, da fühlt man sich als Gast nicht immer nur wohl. Ich glaube, dass da diese Nervosität einfach nochmal 40% von der Physis genommen hat. Und er hat ja schon im ersten Viertel über Krämpfe geklagt und hat das dann irgendwie versucht, übers Spiel hin zu managen. Das ist nicht mangelnde Physis. Er ist relativ fit, das sehen wir ja auch im Training. Ich glaube, das war für ihn jetzt wirklich so der Wurf ins kalte Wasser. Jetzt weiß er, wo wir hier sind, und das wird in Ulm ja auch nicht viel anders sein. Und deswegen sind das auch 2 sehr wertvolle Erfahrungen, an denen er jetzt wachsen kann und auch mit dem Team zusammenwachsen kann, unabhängig vom Ergebnis. Aber dass er einfach auch sieht, okay, hier, so läuft das in der BBL ab. Er hat ja auch selbst gesagt im Gespräch mit uns, dass er fit ist. Aber klar, woher soll er das auch wissen, wenn er 8 Monate kein Spiel hat? Dann kannst du dich fit fühlen und merkst dann aber plötzlich nach 3 Angriffen, das kennen wir alle, auf einem etwas niedrigeren Niveau, jetzt macht der Oberschenkelmuskel aber dann doch schnell zu. Also, sportlich, glaube ich, hat er Ansätze gezeigt. Also da ist die Hoffnung durchaus berechtigt, dass er euch weiterbringt. Sollte es allerdings aus irgendwelchen Gründen immer noch nicht reichen, um diesen Bock umzustoßen, wie ich vorhin gesagt habe, ist natürlich die Frage bei Fans auch immer da, und da bist du der perfekte Ansprechpartner, wäre denn die Möglichkeit da, dass die Academics nochmal reagieren, dass ein Jack McVay erneut zum Game Changer wird? Also Jack, hören wir ja immer wieder, hat ja auch Ambitionen, die australische Meisterschaft zu holen. Das ist ja auch jetzt wirklich eine große Liga und eine tolle Aufgabe mit seinem Heimatverein. Wenn er wirklich bis ins Finale vordringen würde, dann würde es, glaube ich, auch mit der Wechselfrist kollidieren. Dann können wir uns komplett davon verabschieden. Ich warne aber auch davor, auf so einen Effekt zu bauen. Es ist nicht gesagt, dass er wieder eintritt, selbst wenn Jack wieder zurückkommen würde. Da die Erwartungen darauf zu stützen, dass nochmal so ein Gamechanger reinkommt. Wir müssen jetzt einfach unsere Hausaufgaben erledigen, das Trainerteam, wir alle von der Organisation, und den Bock gemeinsam mit der Mannschaft, die jetzt da ist, umstoßen. Deswegen keine Alternativszenarien. Natürlich haben wir immer einen Plan B in der Tasche. Es kann ja auch Verletzungen geben. Aber wir gehen davon aus, dass wir es mit der Mannschaft, die jetzt auf dem Feld steht, schaffen können. Okay, aber die Sorge, dass es auch mitunter deswegen so lange gedauert hat, dass ein Ersatz für Mike McGurl kam, dass vielleicht man eben mit dem Budget auch haushalten muss und an die Grenzen stößt, die kannst du uns insofern nehmen, als für den schlimmsten, für den Worst Case, ihr durchaus nochmal handlungsfähig seid. Wir sind handlungsfähig, wir waren es auch auf der Point Guard Position, haben uns, man hat es ja zumindest so zwischen den Zeilen vernehmen können, auch um Eric Washington bemüht. Die Sache ist einfach, dass um die Zeit in der Saison die Marktpreise teilweise utopisch hoch sind und Teams im Vorteil sind, die in internationalen Wettbewerben spielen. Und das haben wir immer wieder gemerkt. Wir waren schon weit in den Verhandlungen mit Spielern. Und am Ende war immer die Frage oder die Kernaussage, ich will aber international spielen. Da haben wir dann häufig eben den Kürzeren gezogen. Und also wir sind handlungsfähig, aber insbesondere die Point Guard Position war schon eine sehr große Herausforderung, das muss ich zugeben. Da habt ihr aber eine Lösung gefunden. Jetzt hast du gesagt, alle anderen Dinge, die kann man jetzt auch zumindest erstmal vernachlässigen, die da noch so ein bisschen mitgeschwungen sind bei Josh. Dennoch ist Social Media total spannend, weil ihr habt, wie ich gerade gehört habe, die 10.000 Follower auf Instagram geknackt. Aber Matthias Lauschläger gehört nicht dazu. Ja, ich habe seit Pfingsten keinen Facebook- und keinen Instagram-Account mehr. Aus voller Überzeugung, privater Überzeugung. Weiß aber, dass es notwendig ist, als Profiklub dort vertreten zu sein und das auch intensiv zu bearbeiten. Dort haben wir jetzt ein paar Veränderungen vorgenommen in der Ansprache nach außen, die auch erste Ergebnisse jetzt mit sich gebracht haben. 10.000 ist noch nicht das, wo wir sein wollen. Wir wollen noch deutlich weiter und deutlich schneller wachsen in dem Bereich. Aber es ist ein guter erster Schritt.
Jetzt ist es aber das zweite Mal gewesen, dass ihr mit Instagram-Aktivitäten eurer Spieler konfrontiert wurdet. Das heißt, da muss dann der Boss sich irgendwie einen Burner-Account erstellen, dass er zumindest seine Schützlinge überprüfen kann oder kontrollieren kann. Den Burner-Account hat er schon. Sehr gut. Dabei würde ich sagen, belassen wir es. Dann sage ich vielen, vielen Dank, Matthias. Und wir werden uns mit Sicherheit in dieser Saison nochmal hören. Viel Erfolg weiterhin. Alles klar. Danke euch. Ihr habt gehört, was Matthias Lautenschläger gesagt hat. Einen Punkt wollen wir nochmal vertiefen, und zwar die Situation von Paul Zipser auch, wo Matthias sagt, dass da eventuell eine Knieoperation drohen könnte. Wie siehst du die Situation? Ja, dass da irgendwas nicht stimmt, das sieht ja jeder. Also der hat jetzt in Chemnitz auch wieder nur 3 Minuten, glaube ich, waren es gespielt. Relativ früh im ersten Viertel, meine ich sogar, eingewechselt worden, gleich wieder raus und einfach... So hat er aktuell keinen sportlichen Wert. Das muss man einfach mal so klar sagen. Und wenn Matthias sagt, es ist gar nicht so ein großer Teil des Budgets, ja, das ist natürlich Auslegungssache. Er wird bezahlt wie ein Importspieler, wie ein amerikanischer Profi bei anderen Teams. Und natürlich, wenn du von so einem dann überhaupt keinen Output bekommst, manchmal kann er gar nicht mitwirken, dann ist es ein Riesenproblem. Und das jetzt halt eine Operation Thema ist. Er hat ja gesagt, sie sind optimistisch, dass sie es hinkriegen ohne OP. Aber ja, also bevor es so weitergeht, weil das ist ja auch für Paul unfassbar unbefriedigend. Also du kommst da als verlorener Sohn zurück und die ganze Welt freut sich mit dir, zumindest die ganze Heidelberger Basketballwelt. Und dann kannst du einfach überhaupt nicht liefern. Das ist ja, also, ja. Ja, das ist einfach nur frustrierend. Dann ist halt irgendwann der Schritt, bevor es so weitergeht, sagst du, gut, ist es jetzt irgendwie von allen anders geplant gewesen, aber dann müssen wir halt die OP durchziehen und dann gucken wir mal, ob er dann in der nächsten Saison noch da ist, uns dann wieder voll helfen kann, ob er noch ein paar Spiele gegen Ende der Runde machen kann. Ich weiß es ja nicht, was das dann bedeutet. Aber dass sich irgendwas ändern muss, ist klar. Ja, er schleppt sich ja von Spiel zu Spiel seit Wochen. Das heißt, immer er ist angeschlagen, ist fraglich fürs Spiel, dann steht er im Aufgebot, spielt wenig, weil man sieht ja auch, wie eingeschränkt er ist, wenn er sich bewegt. Ja, also. Und zumal ja auch, je mehr dieser Spieler es gibt, wo einfach ein Paul Zipser auf dem Trikot draufsteht, aber kein Paul Zipser drin ist, desto mehr richtet sich ja auch der Fokus auf ihn. Also ich habe einen sehr guten Kumpel, der ist riesengroßer Chicago Bulls Fan, der hat also auch mit Paul Zipser damals jedes NBA-Spiel gesehen, der kennt den gut, auch noch vom AST. Der war jetzt mal bei den Academics mit dabei und das Erste, was nach dem Spiel, das war gegen Ludwigsburg, war auch ein knappes Ding und da war ja auch durchaus Gesprächsstoff da. Das Erste, was er von mir wissen wollte, was ist mit Paul Zipser los? Er hatte einen Schatten seiner selbst. Und es wird ja von Spiel zu Spiel, die so laufen, wird es schlimmer und erhöht den Druck. Matthias Lautenschläger hat ja auch über Druck gesprochen, den die ganze Mannschaft verspürt aufgrund der Situation. Dieser Druck muss ja bei Paul momentan kaum mehr zu stemmen sein. Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Bin auch mal gespannt, ob er am Freitag in Ulm spielen kann. Das ist ja auch wieder die nächste Herkulesaufgabe. Crunch Time! Die Academics sind klare Außenseiter. Du spielst gegen eine Mannschaft, die 8-3 Siege haben sie in der BBL. Und die haben immerhin Chemnitz 2-mal geschlagen im Pokal und in der Liga die beste Mannschaft bisher. Also nimmt sich nicht viel sozusagen. Wo siehst du denn da einen Ansatzpunkt? Was macht denn überhaupt Hoffnung? Dass wir keinen Ansatzpunkt finden. Das ist, glaube ich, das Einzige. Sagt man doch, ne? Wenn keiner an dich glaubt, wenn alles dagegen spricht. Das sind eigentlich die besten Voraussetzungen, um mal so einen Coup zu schaffen. Aber du hast schon recht. Jeder in Heidelberg wird wissen, dass man da als krasser Außenseiter hinfährt und alles andere als eine weitere Niederlage. Ich glaube, selbst wenn man da jetzt einigermaßen auf Augenhöhe mithält, mal nicht mit 20 Punkten verliert, kann man das vielleicht schon sogar als kleinen Erfolg verbuchen, weil nun mal die Situation aktuell so ist. Entscheidend wird sein, Paul Zipser, haben wir eben gesagt, wie kann der mitwirken? Kann der überhaupt mitwirken? Und natürlich Josh Gray hat er jetzt schon einen entscheidenden Schritt nach vorne gemacht in dieser Woche. Und alles Weitere wird man dann sehen. Also du hast dich ja mit Ulm ein bisschen intensiver auseinandergesetzt und kannst mir da jetzt gleich ein bisschen was erzählen zum Kader. Ich finde, das Entscheidende ist, die spielen einfach Winning Basketball, weil die sind deutscher Meister. So. Und da sind halt die Academics momentan meilenweit davon entfernt. Mal ganz unabhängig davon, was die für individuelle Qualitäten mitbringen. Ja, vor allem für die Academics, glaube ich, ganz wichtig, jetzt mal losgelöst vom Ergebnis wird sein, dass sie sich einfach, dass man merkt, dass sie
noch ein bisschen mehr wollen und dass sie auch kämpfen, auch wenn sie abgeschlagen sind. Das ist einfach von der Körpersprache, dass man ein bisschen mehr Attitude aufs Parkett dann bekommt. Das heißt, Jürgen Berger wünscht sich einfach mal so einen Ellbogen, ja, dass es mal rappelt. Ja, das gehört auch dazu und sie haben da auch Spieler, die das können. Mal so ein Flagrant Foul. Ich merke schon. Ja. Flagrant Foul nicht, aber einfach mal ein bisschen zeigen, hallo, hier bin ich. Also das vermisse ich so ein bisschen momentan bei der ganzen Sache. Du brauchst halt auch immer so einen Grund, für den es sich zu kämpfen lohnt. Und wenn du weißt, egal wie viele Statement-Plays ich jetzt mache, es reicht am Ende nicht. Ist halt eine schwierige Voraussetzung. Aber jetzt erzählen wir mal ein bisschen was über Ulm. Wen bringen die denn alles so aufs Parkett? Ja, als erstes sage ich dir jetzt nochmal, dass ich doch einen Mutmacher gefunden habe. Ja, okay. Ulm hat die letzten zwei BBL-Spiele verloren. Ja gut, gegen Bayern München. Also. Und das nicht, aber sie haben zu Hause gegen Rostock verloren. Das stimmt. Und in Rostock hatten die Heidelberger ja eines ihrer besseren Spiele und haben sehr unglücklich nach Verlängerung nur verloren. Haben wir ja gehört. Matthias Lautschläger erzählt wahrscheinlich auch in einem halben Jahr noch von dieser Partie in Rostock. Und man muss sich in solchen Situationen immer an den noch so kleinsten Strohhalm klammern. Ja. Nee, aber zu Ulm. Also der interessanteste Spieler meiner Meinung nach ist der Aufbauspieler. Das ist Juan Núñez, Spanier, 19 Jahre alt. Also es ist wohl sicher, dass er nächstes Jahr im NBA-Draft sich anmelden wird und hat auch sehr gute Chancen, zumindest in der zweiten Runde gezogen zu werden. Ist einfach ein total spannender Spieler. Der ist die Nummer 2 in den BBL-Statistiken, was die Steals anbelangt. 2,1, 5,5 Assists. Da ist er nah dran an der Top 5, macht ungefähr 12 Punkte. Ist einfach ein Rohdiamant, der letztes Jahr schon immer besser wurde. Man hat schon gedacht, der bleibt wahrscheinlich gar nicht da. Jetzt ist er da geblieben. Also das ist ein ganz, ganz spannender. Ja, und schon unfassbar abgezockt für das junge Alter. Ne? Du hast ja eben gesagt, also es war mindestens genauso überraschend, wie die Ulmer Meisterschaft war, dass man diesen Spieler halten konnte. Ja. Er hat auch bei der WM für Furore gesorgt. Also, ja, klar. Ja, aber es ist ja nicht nur er. Also der Topscorer ist Karim Jallo, macht 15 Punkte im Schnitt. Dann hast du den Kapitän Tommy Klipheitz, Scharfschütze von außen. Hast aus dem letztjährigen Kader noch Robin Christen als in der Rotation. Aber sie haben auch gute neue Leute bekommen, muss man sagen. Also sie haben zum Beispiel Trevion Williams, der kam aus der G-League. Oder hast du ja erklärt das letzte Mal, ich hoffe, du hast den Fuffi gekriegt mit der Gatorade League. Ein paar Aktien haben sie rüber geschafft. Genau, ist ein starker Rebounder. 7,2 im Schnitt und hat den schönsten Ex-Club-Namen, finde ich. Hat in der G-League bei den Capital City Go-Go gespielt. Bei den Go-Go oder bei den Go-Go's? Ja, das hast du jetzt gedacht. Ja, aber ich frag dich, hallo, was mir wieder alles unterstellt wird hier. Ja, die Go-Go's. Ne, also ich finde, aber ein bisschen ernst, zurück zu den sportlichen Fakten. Sie haben auch noch Giorgino De Paula, ein Brasilianer, LJ Figueroa. Das sind alles interessante Spiele. Die haben gegen die Bayern, waren das die besten Werfer. Aber es ist eine ausgeglichene Mannschaft. Beim Blick in die Statistik am beeindruckendsten fand ich die Trefferquote aus dem Feld. 52,2%. Ist top. Und sie sind ja auch international unterwegs, haben da auch gegen Gran Canaria, glaube ich, gegen den Titelverteidiger im Eurocup gewonnen zuletzt. Also spannende Mannschaft, starke Mannschaft. Overtime. Aber sie spielen, wir zeichnen heute am Dienstag auf, heute Abend spielen sie in Litauen, also bis Freitag. Ist nicht viel Zeit, also, aber den Rhythmus sind sie auch gewöhnt. Ja, wollte ich gerade sagen. Also das ist ja, ich glaube, das ist im Basketball sogar eher kontraproduktiv, wenn du diesen klassischen deutschen Sportrhythmus hast. Am Wochenende ein Spiel und dann trainierst du. Weil also gerade so auch viele US-Spieler, die haben da gar keinen Bock drauf. Die wollen halt mindestens zweimal die Woche spielen. Und wenn du halt dann so wie die Academics sagen kannst, naja, wir haben halt, im Pokal sind wir raus, wir haben halt nur diese 34 Saisonspiele. Ich glaube, da sagt keiner, oh, das ist aber toll, da kann ich mich super regenerieren, da kann ich super viel trainieren. Wir wissen alle, dass die Trainingseinheiten von Jonas Isalo ziemlich fordernd sein können. Also ich glaube, dass die jetzt am Dienstagabend nochmal spielen in Litauen, ja, das sollte jetzt die Partie am Freitag aus Sicht der Academics leider nicht beeinflussen. Du hast gesagt, sie haben die letzten beiden BBL-Spiele verloren, sie haben aber auch gute Nachrichten. Karim Jallo, so der vorangeht in dem Team, der hatte ja so eine blöde Doping-Problematik an der Backe. Und, ja, stimmt, ja. Irgendwie verpasste Tests, ne? Oder er hat verpasst, sich zu melden, so war es, glaube ich. War nicht antreffbar, also nicht, dass er jetzt gedopt war, um Himmels Willen.
Und das hätte aber ein Riesenproblem werden können. Und wenn ich richtig informiert bin, das müssen wir vielleicht nächste Woche nochmal verifizieren, oder ich frage ihn am Freitag, ist das Ding jetzt vom Tisch und er ist da endgültig sozusagen freigesprochen und die ganze Zeit so ein bisschen im Raum stehende Sperre, die ja auch dazu geführt hat, dass er erstmal Nationalmannschaft nicht mehr gespielt hat, die ist jetzt aktuell zumindest, soweit ich es gehört habe, vom Tisch. Ja, das sind für die Ulmer sind es gute Nachrichten. Ja, für den deutschen Basketball und auch. Also das ist ein Spieler, den sieht man gerne in der BBL und vielleicht perspektivisch auch in der Nationalmannschaft wieder. Absolut. Gut. Dann sind wir mal gespannt, was passiert. Jawohl. Und nächste Woche wieder. Ja, nächste Woche, die Weihnachtswoche mit gleich zwei Brocken. Ja, erst Göttingen, dann die Bayern und davor müssen wir artig Plätzchen essen. Und dann wird 2024 alles besser, Jürgen. So ist es. Wenn wir Göttingen, die Bayern und die Plätzchen erlegt haben. Wenn wir alle aufessen. Genau. Also, dann mach's gut. Bis nächste denn. Woche. Ciao. Ciao. Das war's mit Akademisches Viertel, der Academics Podcast der RNZ. Academics Podcast der RNZ.